Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch eine neue Version vom K2K Merch zeigen. Ja, mit dieser Version schafft es auf jeden Fall, die Autos immer first try zu merchen. Denn ich habe auch einige Kommentare bekommen, wo auch Leute teilweise eine halbe oder dreiviertel Stunde es immer versucht haben, das Auto zu merchen und es einfach nicht funktioniert hat. Aber mit dieser Version schafft ihr es auf jeden Fall immer first try. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür auf jeden Fall wieder die Hilfe von einem Freund. Ebenso Zugang zum LSK-Meet. Dann braucht ihr auf jeden Fall das Auto, wovon ihr dann die Settings übertragen wollt. Das Auto, das geht aber nicht verloren, da braucht ihr keine Angst zu haben. Und ebenso braucht ihr halt noch das Auto, was ihr merchen wollt. Und wenn ihr dann soweit alles habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Begibt euch mit eurem Freund einfach ins LSK-Meet. Wie gesagt, ihr müsst dann euer Auto dann mitnehmen, was ihr euch dann, also wovon ihr die Settings übertragen wollt. Euer Freund muss dann auch ein Auto mitbringen. Wir steigen dann einmal ins Auto ein, gehen dann ins Interaktionsmenü auf LSK-Meet und starten einmal ein Sprintrennen. Unser Freund bekommt dann eine Einladung. Er nimmt dann die Einladung dann einmal an. Dann werdet ihr unten sehen, dass dann ein Timer abläuft. Den Timer, den lassen wir dann ganz einfach bis 0 ablaufen. Dann bekommen wir einen schwarzen Blackscreen. Dann wird das Rennen ganz normal starten. Sobald das Rennen dann gestartet ist, öffnen wir einmal das Interaktionsmenü. Einmal Selbstmod begehen. So, die Steps bis hierhin, die müsst ihr ja eigentlich noch kennen. Und ja, jetzt wäre normalerweise jetzt der Teil gekommen, wo ihr dann jetzt euer Auto antwortet, das, was ihr euch merchen wollt. Und dann müsstet ihr dann die Dreiecktaste gedrückt lassen zum Respawn und dann X dann durchspammen. Und ja, daran hat es bei den meisten Leuten halt irgendwie gescheitert. Und das, was wir jetzt machen, ist, wir begeben uns jetzt einmal zur Arena. Wir begeben uns einfach zur Arena Garage. Ihr braucht auf jeden Fall noch eine Arena Werkstatt. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Wir fahren kurz vor der Garage, fordern uns dann einmal das Auto an, was wir uns merchen wollen. In meinem Fall den neuen LM87. Wir fahren dann ganz vorne zur Garage hin. Wir drücken einmal Respawn und sobald die Leiste kurz vorm Ende ist, einfach X durchspammen. Dann bekommen wir einen schwarzen Bildschirm. Und wenn wir jetzt wieder spawnen, werdet ihr sehen, dass ihr jetzt das neue gemerchte Auto habt. Und ja, wie gesagt, mit dieser Version klappt es eigentlich immer First Try auf jeden Fall. Also ich habe es jetzt ein paar Mal gemacht und es hat bei mir immer First Try funktioniert. Und um jetzt das Auto abzuspeichern, einfach wieder zum Alice Customs begeben. So, unser Freund muss dann jetzt einmal entweder das Sprintrennen verlassen oder die Lobby verlassen. Hat er dann die Lobby verlassen, fahren wir ins Alice Customs rein. Ändern einmal irgendwas an dem Fahrzeug, irgendwas Günstiges ändern. Alice Customs dann wieder verlassen und schon habt ihr das Auto abgespeichert. Und ja, wenn ihr jetzt euch das nächste Auto merchen wollt, müsst ihr es in einer neuen Lobby machen. Das heißt, ihr müsst dann einmal eine neue Lobby aufmachen und dann einfach wieder mit eurem Freund zum LSK-Meet und die Schritte wiederholen. Und Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.